Morgen, meine Herren. Guten Morgen. Ja, meine Herren, das ist schon Klops, den uns die Griechen da präsentiert haben. Außenminister Panos Kamenos droht uns mit einer Flut von Flüchtlingen, falls wir den Griechen nicht weiter entgegenkommen. Migranten in Griechenland, hat er gesagt, will er dann mit Papieren ausstatten und nach Berlin schicken, Herr Seehofer. Ja. Das sind leere Drohungen. Die Griechen können sich ja noch nicht einmal die Tinte leisten, um die Auswanderungspapiere zu unterschreiben. Also, ich hätte eine bessere Idee. Ja, Herr Schröder. Warum bürgern wir nicht gleich alle 10 Millionen Griechen in Brandenburg ein? Ja. Dort leben ja mittlerweile mehr Wölfe als Menschen. Herr Schröder, haben Sie sich nicht vielleicht schon heimlich ein Uso genehmigt? Und mal ehrlich, ja. Was ist schon eine von den Griechen losgetretene Migrantenflut gegen den biologischen Kampfstoff, den wir zur Verfügung haben? Aha. Angela Merkel. Also doch schon Uso, Herr Schröder, ja? Wer ist eigentlich dieser Kanne nix? Kamenos, Herr Seehofer, Kamenos. Na, den kenne ich, weil der öfter mit Putin abhängt. Ja. Der Kamenos ist der Chef der rechtspopulistischen Partei Anexarchitis Ellenes. Die glauben übrigens, Griechenland ist Opfer einer internationalen Verschwörung, die ihnen bisher Abermilliarden in die Kassen gespült hat. Das ist ja mal ein richtig guter Witz hier in der Politkantine. Also ich habe das Gefühl, wir hier in der Politkantine kommen in der Sache genauso wenig weiter wie die Kollegen in Brüssel. Dagegen hilft nur eins. Ein Lied. Absolut richtig. Na, dann hauen Sie mal in die Tasten, Herr Kapellmeister. So, da bin ich ja jetzt mal gespannt. Herr Seehofer, erst einmal Ihr Auftritt bitte. Varoufakis in Athen. Sagen dir, ergebt euch lieber. Sagen dir nix Euros mehr. Insolventia in Athen. Sehr schön, Herr Seehofer. Und jetzt alle zusammen. Varoufakis in Athen. Sagen dir, ergebt euch lieber. Sagen dir nichts Euros mehr. Insolventia in Athen.